Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer VHS86 mit einem neuen Steelbook-Update und diesmal geht es eigentlich nur um Weihnachtsfilme. Ja, und da gibt es auch einige im Steelbook. Der liebe Manuel von CineManuel hat ja auch einige zu Hause, die habe ich auch schon mal live gesehen, einige, zumindest eins zumindest davon. Und jetzt nach ein paar Monaten haben wir, okay, kommt die bis jetzt auch noch irgendwie und ich habe sie bekommen aus den USA, und wir haben drei Stück an der Zahl und wir fangen einfach mal mit dem ersten an. Für mich einfach der lustigste Weihnachtsfilm, wo es eigentlich gibt, ist hier Schöne Bescherung oder auf Englisch Christmas Vacation. So schaut's aus mit Chevy Chase. Der Film ist hier eben die deutsche Version. So schaut die deutsche Version aus. Habe ich ja auf der DVD-Börse gekauft und nun kam auch endlich hier das Steelbook an aus den USA. Ohne irgendwelche Kratzer, Gott sei Dank, bis jetzt nach Auspacken mal gucken, wie es dann ausschaut. Und ich finde einfach dieses Covermotiv richtig cool. Hier mit dem Weihnachtsbaum und mit Chevy Chase, auch mit derselben Mütze, wie ich auch habe. Ja. Film ist absolut grandios, ein Kultfilm, muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Und hier eben in meinem schicken Steelbook gibt es oder gab es bei Amazon.com zu kaufen. Ist leider auch schon ausverkauft. Hab da, naja, es ging eigentlich mit dem Preis, aber es ist sehr unterschiedlich, diese Preise von diesem Steelbook. Also da muss man wirklich mal bei eBay gucken. Und ja, auf jeden Fall richtig cool. Hier ist eine Blu-ray und eine DVD-Version enthalten. Auf Blu-ray gibt es auch einiges an Specials. Und das hat jetzt mal in die Kamera hier rein. Denn ihr wisst ja, mein Englisch ist very, very bad. Der Film geht hier auf Englisch. Na, ihr kennt es nicht. Gut, schauen wir auf Deutsch. Geht das 97 Minuten und hat aber hier auch dieselben, hat auf jeden Fall auch dieselben Specials drauf wie wir Deutschen. Also alles gut, alles super, könnt ihr mir gerne mal durchlesen. Ist auf jeden Fall auch hier auch Eisenhalten, aber gut, man braucht eh die deutsche Version, um mal eben auf Englisch, um auf Deutsch anzugucken, von daher ist es nicht so dramatisch. Wir machen jetzt mal auf und gucken da gleich mal rein. Und das Steelbook ist hochglänzend und ich finde es absolut schick, wirklich absolut schick, vorne mit dem Eichhörnchen drauf. Und natürlich die Klebchen, wie man es eben so kennt, sind nervig wie eh und je. Das Steelbook ist etwas älter, deswegen auch die Klebeflächen schon mal, hier schon mal löse ich ja schon mal ab. Aber man kann es gut ablösen. So. Und es sind ein kleiner Kratzer ist drauf, aber dazu dann. Nein, oh nein, mein kleiner Nikolaus ist drauf. So. Bleib. Ja, hier haben wir das Steelbook, wie gesagt, hochglänzendes Teil. Vorne mit dem Eichhörnchen drauf, absolut cool. Wer diese Szene kennt aus dem Film, der weiß jetzt schon, was dann gleich passieren wird. Und hier im Am Spine Christmas Vacation. National Lampoons. Hier die Blu-ray Disc und hier eben das Warner Bros. Logo. Und hier hinten auch ein richtig cooles Bild hier mit den 25.000 Lichterketten oder Lichtern auf dem Haus. Und obendrauf fliegt der Nikolaus rum. Also richtig cool. Und ja, hier noch dann der Innenseite noch. Hier mit den zwei Discs. Die Blu-ray ist hier bedruckt. Und denke mal, die DVD ist hier nicht farblich so schön. Nein, sogar andersrum. Die DVD ist schön bedruckt und die Blu-ray ist hässlich geblieben. Aber dafür haben wir hier auch ein richtig schönes, buntes Innenmotiv, was da auch passiert. Ich kann mich da totlachen bei dem Film. Auf jeden Fall ein richtig geiles Steelbook. Und bin jetzt auf jeden Fall sehr froh, das in meiner Sammlung zu haben. Wirklich echt richtig cooles Teil. Und nochmal vielen Dank, lieber Manuel, dass du mir das gezeigt hast, wo ich bei dir war. So, dann geht's weiter mit einem weiteren Steelbook von Kevin allein zu Haus. Und das ist Best Buy exklusiv. Ist aber nur der erste Teil. Ich habe diese große Dose, die kommt dann wahrscheinlich weg. Und werde dann die zwei Discs von dem ersten und vom zweiten Teil hier reinpacken damit. Weil eben auch ein Zwei-Disc-Set ist, also mit der DVD und der Blu-ray. Und da packe ich jetzt einfach alle beide erstmal rein. Denn die große Box ist schon ganz cool, aber ich brauche eben bloß die ersten beiden Teile und so ist dann schon mal Platzersparnis. Und die kommen irgendwann dann zum Verkauf mit.
Ja, hier natürlich ein Best Buy exklusiv Steelbook von Home Alone oder eben auch Kevin allein zu Hause, wie es auf Deutsch heißt. Auch ein grandioser Weihnachtsfilm, den man eigentlich immer jedes Jahr einmal gucken muss. Ich finde einfach nur genial. Und natürlich hier auch in einem sehr, sehr schönen Steelbook. Hier vorne eben mit Kevin vorne drauf, der gerade sich erschreckt. Ich wollte mir noch zeigen, sonst haue ich da alles runter. Es fällt wieder runter. Ja, auch hier haben wir da eigentlich ein Specials dabei. Und das ist hier zu beschreiben. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen und mal auf Pause drücken. Und der Film geht hier um 103 Minuten auf Blu-ray und auch 103 Minuten auf DVD. Wieder sehr komisch. Hier ist noch eine digitale Kopie mit dabei. Und jetzt machen wir einfach mal auf. Und dann gucken wir uns mal das Steelbook von innen an. Wie gesagt, habe ich auch bei eBay ersteigert, oder zumindest gekauft für, ich glaube, $25. Also das ging noch mit dem Preis her und wurde dann auch eben mit dem dritten Steelbook dann noch verschickt, wo es noch als nächstes kommt. Und von daher ist dann auch in Ordnung. Zoll musste ich jetzt keine zahlen, Gott sei Dank. Und ja, wir machen jetzt einfach mal das Steelbook hier auf. Oder auch nicht. Zumindest die Schutzfolie runter. Die Schutzfolie, die Banderole. Und da, ey, Alter. Alter, also man könnte es auch ein bisschen, nur ein bisschen übertreiben mit dem Klebestrich, ne? Ah, leck mir Arsch. Da ist ja noch mehr drauf, wie bei uns so drauf ist. Guckt euch das mal an, was da für Klebeflächen drauf sind. Alter Schwede, ey. Aber es ging ab. Und hier eben die schönen Klebeflächen. Wahnsinn, also man kann es wirklich übertreiben. Ja, und dann haben wir hier ein richtig cooles Steelbook hier von Kevin allein zu Hause. Hier eben Home Alone vom John Hutches Home Alone. Und hier eben der Kevin zu sehen mit den zwei Einbrechern und das Haus. Auch einfach ein grandioser Film, ohne Scheiß. Und mal gucken, ob der zweite auch noch im Steelbook kommt. Dann kommt dann eben dann da auch dann das andere Ding hier rein. Und dann hier Home Alone am Spine. Richtig schick. Und hinten drauf eben hier Kevin ist bewaffnet mit Föhn und Schreckschusspistole. Auch richtig cool. Gefällt mir wie die Sau. Ist diesmal aber ja matt gehalten, das Steelbook. Kein Glanzeffekt wie bei Vacation. Und dann kommen wir hier wirklich zu den hässlichen, schönen Blu-rays. Einmal hier die Blu-ray. Ja, schrecklichst, Wahnsinn. Also nicht besonders schön. Und dann haben wir noch dann die DVD-Version. Die schaut so aus. Also auch wirklich jetzt nichts Berauschendes. Aber dafür wieder ein Innendruck, auch in Farbe, mit dem Schlachtplan von Kevin. Richtig cool, gefällt mir wie die Sau. Grandios. Ja, das war das nächste Steelbook. Und als letztes Steelbook habe ich mir noch die Geister, die ich rief, mir geholt. Auch in einem richtig coolen, schicken Steelbook, wie ich finde. Absolut grandios hier, Bill Murray in Scrooge oder auch in Deutsch. Die Geister, die ich rief, in einem wirklich schicken Teil, habe ich mich auch wirklich einfach nur so ganz spontan drauf gestoßen, auf dieses Steelbook, und habe es mir gleich mitgenommen, weil ich finde den Film einfach genial, ohne Scheiß, ich liebe diesen Film. Habe mir das vor kurzem angeguckt, auf Deutsch natürlich, hier haben wir, das Steelbook ist, glaube ich, Amazon.com, oder gab es eigentlich überall zu kaufen, Kanada, und auch bei Zavi, habe ich es auch jetzt gerade eben rausgefunden, aber ich habe es eben nicht bemerkt, dass es gab. Finde ich richtig cool. Covermotiv ist dasselbe wie auf der DVD fast. Und die schaut ja so aus. Bei uns in Deutschland. Ja, das sage ich nur was. Und ja, hier am Spine haben wir eben dann Scrooged, Blu-ray und unten das Warner Bros. Look. Also hier haben sie sich wirklich mal übertroffen. Warner Bros. Mit den schönen Steelbooks. Auch eben von Vacation. Und hinten drauf auch ein cooles Backmotiv. Natürlich die Credits, okay. Die hätten wir sich jetzt sparen können. Und hier eben dann der Geist der Vergangenheit in dem Taxi. Geil, absolut geil. Echt klasse. Und innen drin haben wir natürlich auch hier dann die digitale Kopie. Und dann einmal hier die Blu-ray-Version. Und einmal die DVD-Version. Yo! So, und dann haben wir hier noch ein Innenmotiv. Finde ich jetzt ein bisschen langweilig. Eben der Mond und halt eben die Stadt. New York, auch trotzdem sehr cool. Aber da hätte man sich noch was anderes einfallen lassen können, wie zum Beispiel das Motiv mit dem Geist der Gegenwart. Geil, absolut cool. Ja, auf jeden Fall auch ein sehr schickes Steelbook, wirklich
Hammer, Hammer. Und ja, gut. Okay, jetzt kommst du noch zur Blu-ray von Deutschland hier. Die ist von 84 Entertainment gemacht worden. Und was soll ich sagen? Ich habe die mir angeguckt auf jetzt eben gerade eben erst oder vor kurzem und kann nur sagen, Hammer, geile Blu-ray, ohne Witz. Hammer, geile Bildqualität, stochenscharf. Wirklich erstklassige Arbeit. Wirklich absolut echt cool. Leider haben wir nur den original Kino-Trailer drauf, aber das ist egal. Denn der Film ist hier wirklich sehr, sehr stark und macht wirklich einen sehr schicken Eindruck von der Bildqualität her. Und der Film ist einfach genialst. Ja, das auf jeden Fall das Steelbook zu der Amorway von Die Geister, die rief für Bill Murray. Auf jeden Fall kaufen, solange es sie noch gibt. Von 84, vielleicht kommt der irgendwann mal Mediabook, wäre natürlich cool. Denn ich denke, das werde ich mir auch holen, weil der Film ist, wie gesagt, einfach nur genialst. Ja, liebe Filmfreunde, das war es auch schon mit den Steelbooks von Weihnachten, die ich mir gekauft habe. Und ja, was soll ich jetzt nur sagen? Welches Steelbook ist am schönsten? Also das ist jetzt wirklich eigentlich schon sehr schwer. Denn ich finde sie alle drei richtig, richtig cool. Aber mein Favorit ist hier definitiv die Christmas Vacation. Dann dicht gefolgt hier Scrooged. Und dann Kevin allein zu Hause. Ist zwar auch ganz cool, aber einfach das Covermotiv von Die Geister, die rief, finde ich auch richtig klasse. Und von daher richtig dich coole Steelbooks auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal an den Manuel, dass er mich dir hier gezeigt hat. Und jetzt auch, da ich auch mal zugeschlagen habe für einen guten Preis. Und ja, absolut cool. Und ja, das war sozusagen mein Weihnachts-Steelbook-Update-Video von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie gesagt, Kaufslinks schaue ich mal, ob ihr welche findet im Netz. Dann stelle ich die auch unten eben wieder rein. Aber wenn ich nichts finde, dann ist eben nichts drin. Ja, das war's von mir und bis zum nächsten Mal, euer Fäusen80. Tschüss mit Ö und